Servus bei Anker TV zu unserem November 2023 Film News Video. Boris ist auch wieder am Start. Hallo Boris. Servus Flo. Servus. Ja, und hallo an unsere Zuschauer für November 23. Wir haben diesmal gar keine Ankündigung, nichts Großartiges. Nur eine ganze Kleinigkeit. Wir sind nächste Woche am Samstag sind wir auf einem Filmfestival. Flo und ich sehen uns endlich mal wieder nach gefühlt 100 Jahren nicht sehen. Und wo sind wir da? Wie heißt das Ding? Am Haunted Horror Castle Filmfestival. Ein Video dazu habe ich gerade die letzten Tage gemacht. Kann man sich anschauen. Also, da sind wir. Und damit ab ins Intro. Bevor wir mit dem ersten Film starten, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben in diesem Video einige Filme, die weder Boris noch ich gesehen haben. Da würde es uns freuen, wenn ihr uns in die Kommentare einfach ein paar Infos reinschreibt. Wir werden euch das auch sagen, wenn wir einen Film nicht kennen. Wir haben ein bisschen dazu recherchiert, aber wenn ihr dazu was sagen könnt, in die Kommentare damit. Und jetzt geht's los mit dem ersten Film, nämlich bringt am 3. Oktober Konstantin-Film, den Film Der Fluch bzw. The Grudge. Das ist eine US-amerikanische, japanische Co-Produktion aus dem Jahr 2004 vom Regisseur Takashi Shimizu. Das ist ein Horrorfilm mit einer FSK ab 16 Freigabe und einer Gesamtlänge von 93 Minuten und der wird im HD Keepcase veröffentlicht. Boris, du bist dran. Ich bin dran. Ja, wir reden hier vom Highlight-Film 2004 mit Sarah Michelle Gellar und Bill Pullman. Sarah Michelle Gellar, dem einen oder anderen bekannt als Buffy im Bann der Dämonen. Bill Pullman als Präsident in Independence Day oder The Serpent and the Rainbow, also die Schlange im Regenbogen von Wes Craven als Hauptdarsteller. Zwei gute Darsteller oder Schauspieler, auf jeden Fall. Der Film an sich geht Karen? Karen? Krankenschwester Karen bekommt einen Job bei einem amerikanischen Pflegedienst in Tokio und ihre erste pflegebedürftige Person, eine ältere Dame, die besucht sie und sehr mysteriöse, grauenvolle Dinge passieren in dem Haus, also erstmal so ein bisschen so spooky-mäßig und das Ganze steigert sich dann bis hin auch, dass die ältere Dame verstirbt und das Ganze gilt es natürlich dann jetzt aufzulösen. Der Film ist gut gemacht, den ein oder anderen Jumpscare definitiv drin. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe ihn aber auch schon lange nicht mehr gesehen, den Film. Weiß aber aus verschiedenen, jetzt zum Beispiel Facebook-Gruppen etc., dass der Film immer noch sehr beliebt ist. Also er hat seine Anhängerschaft. Und jetzt kann man ihn dann auch wieder holen, ne, als Neuauflage. Fearless erscheint auch am 3. Oktober von Konstantin Film. Das ist eine US-amerikanische, chinesische Co-Produktion aus dem Jahr 2006 vom Regisseur Ronny Yu. Das ist ein Kampfkunst-Actionfilm mit einer FSK ab 12 Freigabe und einer Gesamtlänge von 99 Minuten. Und auch dieser erscheint im HD Keepcase. Boris, ja, du bist dran. Und Flo, wie war der Originaltitel des Films? Ich kann mich nicht ganz erinnern. Ich habe das extra dazu geschrieben. Ja, aber das hast du so klar geschrieben, das lese ich nicht. Musst du sagen. Ja, und zwar ist es Jet Li selbst, ja, seine Rolle. Und zwar Huo Duanjia. Der wird nämlich gespielt von Jet Li. Also im Original heißt der Film nach der Rolle, die Jet Li spielt. Und der Film spielt in China 1842 nach dem Opiumkrieg. Und China hat so ein bisschen seine Vormachtstellung verloren und Huo, also Jet Li, ist der Sohn eines großen Wushu-Meisters in Tianjin,
Und sein Ziel ist es, der größte, ja, so eine richtige Legende zu werden. Und ist aber sehr abgehoben, sehr, sehr eitel, sehr großkotzig unterwegs. Und durch ein großes Unglück, was ich jetzt auch gar nicht verraten möchte, beginnt die Wandlung bei Huo. Und es findet ein Turnier statt, in dem die ja, britischen beziehungsweise diese Besatzungsmächte einen Wettkampf ausfechten möchten, in dem es nochmal darum geht, natürlich die Chinesen noch weiter zu unterdrücken und zu zeigen, okay, die chinesische Kampfkunst kann gegen diesen typischen Besatzerstil, Kampf, Zeug, Käse da, was man da so lernt, Nahkampf etc., kann es nicht bestehen. Und darum im Prinzip geht es in dem Film. Ist wirklich gut. Einige gute Material Arts Effekte drinne. Ist jetzt nicht ganz so brutal, deswegen ist er auch FSK 12. Ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film mit Jet Li. Ich kenne ihn, ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich habe ihn auch selbst in der Sammlung. Von meiner Seite absolute Empfehlung. Auch, wie gesagt, wenn nicht allzu brutal. Aber die Fight-Szenen sind. Weiter geht's am 9. November. Da bringt Bush Media den Film Big Killer. Das ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2022 mit einer FSK ab 18 Freigabe. Der hat eine Gesamtlänge von 122 Minuten. Das ist ein Horrorfilm und der wird veröffentlicht im HD Keep Case und der kommt auch im Mediabook. Allerdings ist uns keine Limitierung dieses Mediabooks bekannt. Ja, und jetzt haben wir zum Beispiel einen der Filme, die wir beide noch nicht kennen. Wir haben uns natürlich trotzdem schlau gemacht und so viel ich herausfinden konnte, basiert die Geschichte von dem Film, also die wahre Geschichte handelt eigentlich von dem kanadischen Serienmörder Robert Picton, der etliche Frauen ermordet hat und diese dann anschließend an seine Schweine verfüttert hat. Der Mörder wird nochmal. Der Mörder wird verkörpert von Jake Busey, auch bekannt aus Starship Troopers, The Frighteners, Twister oder auch Predator Upgrade. Und der spielt hier den Schweinebauer Willy, der mit seinem Wein ja bis zu 50, um fast 50 Frauen ermordet und diese dann an die eigenen Tiere verfüttert. Wie gesagt, wir kennen ihn leider nicht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn kennt oder mittlerweile gesehen habt, nach dem Sehen unseres Videos, wie ihr ihn fandet. Wir werden es nachholen, Flo und ich, würde ich mal sagen, damit wir uns selber mal ein Bild davon machen können. Noch zu erwähnen ist, dass eine kleine oder eine Gastrolle auf jeden Fall hat Bai Ling. Die wird vielleicht der ein oder andere kennen, als ja, so kleiner Gastauftritt in Crank 2, die durchgedrehte Chinesin in dem Film. Also ich bin gespannt. Flo? Ja, also von mir wird es zu diesem Film in den nächsten Tagen ein Review geben. Bush Media war so nett und hat mir eine Blu-ray schon vorab zugeschickt. Diese Blu-ray ist aber erst heute mit der Post angekommen, darum habe ich den Film noch nicht sichten können. Aber in den nächsten Tagen wird ein Review dazu kommen. Am 13. November erscheint ein Film, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Nämlich ist es ein Film aus dem Jahr 1920. Da erscheint nämlich der Film Das Kabinett des Dr. Caligari von dem englischen Label Eureka Entertainment. Das ist ein deutscher Film vom Regisseur Robert Wien. Das ist ein Horrorfilm mit einer FSK ab 6 Freigabe. Allerdings ist es ja, wie gesagt, eine englische Veröffentlichung und in England hat der die Freigabe Universal bekommen, das heißt, er hat in England keine Altersbeschränkung. Dieser Film hat eine Gesamtlänge von 72 Minuten und erscheint als 4K Amaray. Das ist ein Film, den weder Boris noch ich gesehen haben. Ich habe den Film allerdings schon länger auf dem Schirm und ich freue mich wirklich auf die Veröffentlichung, weil ich, wie gesagt, den Film schon lange
sehen wollte. Wenn den jemand von euch kennt, schreibt es mal in die Kommentare, wie euch der Film gefällt. Boris wird euch jetzt ein bisschen was zu dem Film erzählen, was wir so recherchieren konnten. Ja, also der Film ist 103 Jahre alt. So viel zum Thema, ein paar Jährchen auf den Buckel. Das ist schon einiges, ne? Also, ja, du hast ja gewollt, dass wir ihn aufnehmen, mit reinnehmen, was ich auch in Ordnung finde. Herausgefunden haben wir eigentlich, dass der Film als expressionistischer Stummfilm gilt und auch als Meilenstein der Filmgeschichte. Wie gesagt, wir beide kennen ihn noch nicht. Von der Story her ist es anscheinend so, dass der Film in 6 Akte unterteilt ist und die grobe Story drüber weg ist, dass es um einen Schlafwandler geht, der tagsüber vom Dr. Caligari als Jahrmarktsattraktion herumgezeigt wird und nachts Morde begeht. Mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Expressionismus, für den es kein Begriff ist, ist eine überwiegend deutsche, farbenbunte Kunstrebellion, die in der Zeit zwischen 1905 und 1920 angesiedelt ist und zu finden ist und damit als, wie gesagt, wie es auch schon erwähnte, farbenbunt, farbenfroh. Ich bin gespannt selbst auf den Film. Ich weiß jetzt gar nicht, ist er schwarz-weiß, glaube ich sogar? Das ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Film, ja. Daher ganz interessant, farbenbunt. Schwarz-Weiß und farbenbunt, okay. Ja, lasst uns bitte, bitte, bitte mit Zucker obendrauf eure Kommentare da, wer ihn gesehen hat. Vor allem, wenn es ein Meisterwerk der Filmgeschichte ist. Ich weiß gar nicht, hattest du es erwähnt? Der Film ist rein auf Deutsch und die englische Variante ist so, dass es sogar nur englische Untertitel gibt. Habe ich nicht gesagt, also, aber es ist so, ja. Und was ich glaube ich auch nicht gesagt habe, vom Genre her ist es ein Horrorfilm. Genau, und also ein Horrorfilm ab 6 in Deutschland oder in den UK, in den Vereinigten Königreich ab 0. Ja, sagt's uns, teilt's uns mit, Attacke. Weiter geht's am 16. November mit einer Edition von Filmen, die wahrscheinlich viele von euch kennen werden, beziehungsweise werden diese Filme, denke ich mal, jeden von euch ein Begriff sein. Nämlich erscheint die große Asterix-Edition Remastered. Diese erscheint von Studiokanal. Da haben wir natürlich verschiedene Regisseure, weil jeder Asterix-Film einen anderen Regisseur hat. Diese Filme sind aus Deutschland und Frankreich, aus den verschiedensten Produktionsjahren. Das seien Kinder-Familienfilme mit einer FSK ab 6 Freigabe. Insgesamt haben diese Filme eine Laufzeit von 540 Minuten und diese Edition erscheint im HD Keepcase. Genau, ergänzen möchte ich noch Belgien. Das habe ich vergessen, dir aufzuschreiben als Produktionsland. Ich freue mich riesig, dass wir diese Edition präsentieren dürfen, weil ich ja von Kindheit an, also Kleinkindheit, riesiger Fan bin von Asterix und Obelix, von den Comics, nicht von den Realverfilmungen. Und hier haut Studiokanal natürlich die ganze Bandbreite auf den Markt und dann auch noch remastered. Also die Filme jetzt mal ohne die Reihenfolge einzuhalten, was Erscheinungsdatum angeht, die ihr dort auf dieser Remastered Edition finden werdet, ist einmal Asterix Operation Hinkelstein, Sieg über Cäsar, Asterix bei den Briten, Asterix der Gallier, mein Lieblingsteil, Asterix erobert Rom, ich sag nur Passierschein A38, Asterix in Amerika und Asterix und Kleopatra. Also eigentlich alle oder die besten Teile aus dieser ganzen Serie hinweg. Und also ich freue mich riesig, ich werde es mir definitiv bestellen. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, wir werden diesmal auch das erste Mal sogar mal einen Preis nennen. 39,99 für diese Boxkosten. Und ich glaube für jeden Fan und selbst meine Kinder etc. haben die Filme gesehen und lieben sie. Und ich kenne keinen, der sie nicht liebt. Flo, du bist ja auch damit groß geworden. Ja, Asterix ist natürlich geil und es ist Kult.
Ja. Absolut. Also mehr Kult geht gar nicht. Ich weiß nicht, hattest du eventuell auch diese großen Bücher, Comicbücher? Na, Bücher habe ich nicht gehabt. Na. Die Comichefte hast du nicht gehabt, okay. Na, könnte mich Ja, nicht erinnern. also, aber ich denke mal, von uns beiden gibt es da beide Daumen nach oben für die Edition. Und ja, ab zum nächsten Film. Am 20. November kommt ein Film von einem Label, das wirklich regelmäßig schöne Mediabooks raushaut. Nämlich erscheint der Film Patrick bzw. Patricks Höllentrip von Retrogold 63 Filmvertrieb. Das ist ein australischer Film aus dem Jahr 1978 vom Regisseur Richard Franklin. Das ist ein Horrorfilm mit einer FSK ab 18 Freigabe und einer Länge von 117 Minuten. Dieser Film erscheint in zwei Mediabook-Varianten und in zwei Hardbox-Varianten. Cover A Mediabook ist limitiert auf 222 Stück und Cover B ist limitiert auf 63 Stück und die Hardboxen Cover A auf 50 Stück limitiert und Cover B auch auf 50 Stück limitiert. Und die Mediabooks sind beide wattiert, Boris, oder nur eines? Es sind beide wattiert. Die Beide Mediabooks sind. Mediabooks werden wattiert sein. Genau. Und es sind große Hardboxen, die Retrogold da rausbringt. Dann mache ich gerade weiter. Ja. Ich übernehme einfach. Ja, also so wie du es gesagt hast, Retrogold ist ja bei uns mittlerweile Stammkundschaft, was die Filme angeht. Und mit Patrick, sagen wir mal, haben wir einen Film, der auf jeden Fall seine Fanbase besitzt. Und den der ein oder andere Horror-Fan schon gesehen hat. Natürlich ist der Film mit 1978 mittlerweile dann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, was aber dem Film nichts ja, Schlechtes zukommen lässt. Also es geht im Prinzip geht's eigentlich um den Koma-Patienten Patrick, der in einer, ich nenne es mal, fragwürdig wirkenden Koma Klinik unter der Leitung von Dr. Roget behandelt wird. Und Kathy, die Krankenschwester, ist so die Hauptkrankenschwester, die sich um ihn kümmert. Und der Doktor möchte irgendwann, dass sie sich im Prinzip von Patrick fernhält. Und ab diesem Zeitpunkt geht es dann los, dass nachts die Krankenschwestern abgeschlachtet oder umgebracht werden. Im Prinzip, der Film hat ein bisschen mehr zu bieten als jetzt einfach nur, es ist jetzt kein Splatter-Film, es ist jetzt kein Schlachterfilm ohne Ende. Es geht hier eigentlich mehr um die Story, weil es geht um einen Patienten, der im Wachkoma-ähnlichen Zustand sich befindet. Ich habe mir das hier noch nebenbei nochmal notiert gehabt und ja, wie so eine Art telekinetische Fähigkeiten entwickelt. Aber auch um eine unerfüllte Liebe. Also die Story wird auch nochmal um eine unerfüllte Liebe ausstaffiert, mit gut gesetzten Punkten in Sachen Gewalt. Auf jeden Fall eine Sichtung wert, wer auf auch die älteren Filme steht. Man könnte auch schon so ein ganz Stückchen, aber nur wirklich angehaucht sagen, ein minimaler Giallo-Film. Aber da halte ich mich mal vorneweg erstmal ganz klein, Cello. Der Film The Day After Halloween, auch bekannt unter dem Originaltitel Snapshot, erscheint auch am 20. November von Retrogold 63 Filmvertrieb. Das ist ein australischer Film aus dem Jahr 1979 vom Regisseur Simon Windsor. Das ist ein Thriller, der FSK ungeprüft ist und eine Gesamtlaufzeit von 92 Minuten hat. Dieser erscheint in vier Mediabook-Varianten und in zwei Hardbox-Varianten. Die Mediabooks sind alle wattiert. Cover A hat 250 Stück, Cover B hat 200 Stück, Cover C ist auf 100 Stück limitiert und Cover D ist auf 63 Stück limitiert. Die Hardboxen sind große Hardboxen und jeweils auf 50 Stück limitiert. Und Cover B bis D sind Retro Gold 63 Shop exklusiv.
nur Cover A. Kriegt man auch außerhalb des Shops. Ja, ich selber kannte den Film überhaupt nicht. Ich habe mich auch erst wirklich mal einlesen müssen. Es ist so, den Regisseur kenne ich besser wie den Film. Simon Windsor war auch Regisseur von dem Film Quigley, der Australier, mit Tom Selleck. Oder Regisseur von Harley Davidson and the Marlboro Man mit Mickey Rook und Don Johnson. Aber auch von Free Willy, Ruf der Freiheit oder Operation Dumbo. Zum Film selbst ist es so, es geht um das Mädchen Angela, die Friseurin ist und die unter der Fuchtel ihrer sehr herrischen Mutter lebt. Und ihr Ziel oder ihr Wunsch ist es eigentlich, irgendwann mal auszuwandern. Und durch eine ihrer Kundinnen kommt sie in die Modelbranche, möchte ich jetzt mal sagen. Was sie leider nicht weiß, ist, dass die Modelbranche leider auch über die Sex-Sells-Sache läuft. Das heißt, es werden Bilder von ihr gemacht, die dann plötzlich in etwas anderen Magazinen aufzufinden sind. Sie verliert ihren Job, ihr Privatleben gerät aus den Fugen und so steigert sich das Ganze, inklusive noch natürlich dieser herrischen Mutter. Ich muss da auch erstmal selber einen Blick drauf werfen auf den Film. Ich finde es recht interessant und auch gut finde ich, dass eine Rolle, ich weiß leider nicht wer genau, hat Hugh Keyes Byrne, den vielleicht der ein oder andere kennt, aus dem Mad Max Fury Road, der den Immortan Joe gespielt hat, oder auch aus dem Original Mad Max von 1979, wo er hier den Towcutter gespielt hat. Also allein das ist schon für mich eine Einladung, den Film definitiv nachzuholen. Retro Gold 63 haut am 20. November noch einen raus, nämlich erscheint der Film First. Das ist ein australischer Film aus dem Jahr 1979 vom Regisseur Rod Hardy. Das ist ein Horrorfilm mit einer Gesamtlänge von 93 Minuten und dieser ist FSK ungeprüft. Auch dieser erscheint wieder in 4 Mediabook-Varianten und 2 Hardbox-Varianten. Die Mediabooks sind wieder wattiert. Cover A ist limitiert auf 333 Stück, Cover B auf 163 Stück, Cover C ist auf 100 Stück limitiert und Cover D ist auf 63 Stück limitiert. Die beiden Hardboxen Cover A und B sind jeweils auf 50 Stück limitiert. Ja, also zuallererst finde ich die Coverwahl ist auf jeden Fall gigantisch, wieder von Retro Gold. Ich persönlich kannte den Film leider erneut wieder nicht. Ist an mir auch vorbeigegangen. Und die Story beinhaltet, dass es anscheinend um die junge Kate Davies geht, die unverschuldet in die Fänge einer Vampirgruppe, eines Vampirsyndikats fällt. Und jetzt ist es so, dass die Vampire hier eher aus kultivierten Mitgliedern besteht und die keinesfalls daran interessiert sind, sie als Nahrungsquelle zu sehen, sondern sie versuchen sie für sich zu gewinnen. Ja, weil anscheinend ist sie die letzte Nachfahrin der Blutgräfin Bethady und ja, anscheinend hat sie einen besonderen Wert für diese Gruppe. Kate weigert sich und wird daraufhin in eine Forschungsklinik, die aber eigentlich nur als Tarnung für eine Blutbank, Menschenfarm herhalten muss, geschleppt. Und ab da nimmt dann alles seinen weiteren Lauf. Am 23. November erscheint der Film Whore. Und da hat man sich für die deutsche Übersetzung richtig was einfallen lassen. Nämlich, Weiter. So, okay. In Deutsch heißt dieser Film nämlich Die Hure.
Dieser Film erscheint von CMV Medien und das ist eine britische, US-amerikanische Koproduktion aus dem Jahr 1991. Ein Erotikdrama mit einer FSK ab 16 Freigabe und einer Gesamtlänge von 85 Minuten. Und dieser Film erscheint in 4 Mediabook-Varianten, also Cover A bis D. Die Limitierung dieser Mediabooks ist uns aber nicht bekannt. Ja, wird es auch wahrscheinlich keine geben, Limitierung. Solange da bis weg. ja, kommen wir mal zum Film Whore oder auch die Hure. Alternativtitel habe ich gefunden und zwar hätte weniger Aussagekraft. If you can't say it, just see it. Okay. Um was geht's? Es geht um Liz, deren Ehe scheitert. Das war auch keine wirklich besonders gute Ehe. Und sie landet auf der Straße mit ihrem Kind. Und um sich und ihr Kind durchzubringen, lässt sie sich eines Tages bezahlen für ein Date. Ja, und es ist leider dann doch nicht diese Happy Pretty Woman Story, dass sie dann an einen Reichen gerät und alles funktioniert und man verliebt sich. Nein, sie wird von einer Gruppe Jugendlichen vergewaltigt. Sie wird gedemütigt und sie gerät in die gewalttätigen Hände eines Zuhälters, und zwar dem Zuhälter Blake. Und ja, als sie dann irgendwann mal so beschließt, okay, das ist dann doch nicht wirklich meins und ich möchte aus dieser ganzen Situation eigentlich eher raus, Blake sieht es alles ganz anders. Und da gilt es eigentlich abzuwarten, was dann mehr kommt. Also wir beide kennen den Film nicht. Ihr könnt gerne, die den Film kennen, der Film ist ja, wie Flo sagte, von 1991, also er hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Lasst uns gerne wissen, wie ihr den Film, die ihn gesehen haben, fandet, ob er sich lohnt. Lasst es die anderen Mitglieder und Zuschauer wissen, ob er sich lohnt. Laut jetzt Schnittberichte, wo ich jetzt mal einfach mal nachgeguckt habe, hat er immerhin eine Bewertung von 7 von 10, was jetzt ganz ordentlich ist. Ja, lasst uns wissen. Attacke. Weiter geht's am 23. November mit einem Film aus den USA, nämlich mit dem Film Hunt Club. Der wird von Plyon Pictures veröffentlicht. Regisseurin ist Elizabeth Blake Thomas. Das ist ein Action-Thriller mit einer FSK ab 16 Freigabe und einer Gesamtlänge von 87 Minuten. Und dieser wird im HD Keep Case veröffentlicht. Boris, worum geht's? Ja, es geht um Cassandra, gespielt von dem einen oder anderen auch bekannt, Mena Suvari aus American Pie und aus dem Film American Beauty. Cassandra lernt in diesem Diner Carter und dessen Sohn Jackson kennen. Carter übrigens gespielt von Johnny Rico Caspar Van Dien aus Starship Troopers und wird eingeladen zu einem Jagdwochenende, was auch ein Preisgeld verspricht von insgesamt $100,000. Was die Damen, die dort eingeladen worden sind, nicht wissen, ist, dass die Jagd auf sie geplant ist oder ja, die Jagd nach ihnen wird stattfinden. Und die Dame Cassandra und ihre Leidensgenossinnen haben aber absolut überhaupt keinen Bock auf die ganze Angelegenheit und meinen, definitiv zurückzuschlagen. Ja, wir beide kennen den Film nicht, ist jetzt auch erst gerade frisch erschienen oder erscheint erst frisch. Und daher können wir leider jetzt noch nicht sagen, wie der Film an sich ist. Die Besetzung hört sich schon mal jetzt gar nicht so schlecht an mit Caspar Van Dien, Mena Suvari und anscheinend auch eine Rolle hat unser geliebter Mickey Rourke. Ja. Und daher, auch hier, wer ihn vor uns sieht, lasst uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare und weiter. Auch der nächste Film erscheint am 23. November. Dieser wird veröffentlicht von Warner Home Video. Den Vertrieb übernimmt Plyon Pictures, nämlich der Film Maverick.
Das ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1994 vom Regisseur Richard Donner. Das ist eine Western-Komödie mit einer FSK ab 12 Freigabe und einer Gesamtlänge von 127 Minuten. Dieser erscheint im kleinen Mediabook und die Limitierung dieses Mediabooks ist uns nicht bekannt. Boris, worum geht's? Ja, kommen wir erstmal zum Regisseur Richard Donner. Leider auch schon mittlerweile verstorben vor 2 Jahren, 2021. Ist ja der Erschaffer der Lethal Weapon-Reihe, aber auch der Regisseur von Die Goonies, den auch viele von euch da gesehen haben werden. Und er hat dann natürlich 1994 mit Mel Gibson nochmal ein extra Filmchen gedreht. Die Besetzung auf jeden Fall des Filmes ist auch schon sehr, sehr einladend. Wir haben Mel Gibson, James Garner, Jodie Foster, James Coburn, Alfred Molina. Also wirklich eine absolute hochkarätige Besetzung. Und in dem Film geht's um den charmanten Pokerspieler Brad Maverick, gespielt von Mel Gibson, der seine große Chance auf einem Mississippi-Raddampfer sieht, und zwar bei einem hochdotierten Poker-Turnier, wo das Preisgeld eine halbe Million Dollar darstellt. Aber Hauptproblem hier erstmal die Startgebühr von $25.000. Und die gilt es in Begleitung des Marshals Zane Cooper und der Trickbetrügerin Annabella Bransford, gespielt von Jodie Foster, erstmal zu erreichen. Der Film ist auf jeden Fall recht witzig, gut gemacht, hat seine Momente. Und ich muss es nochmal sagen, die Besetzung ist natürlich absolut hochkarätig. Ich kenne ihn. Und ich würde ihn auf jeden Fall als kleines Schmankerl empfehlen. Auch der letzte Film dieses Videos erscheint am 23. November. Und zwar bringt CMV Medien den Film Puls, du bist tot, bevor du stirbst. Auch dieser Film ist aus den USA, aus dem Jahr 2006, vom Regisseur Jim Sonsero. Das ist ein Mystery-Horror-Film mit einer FSK 16-Freigabe und einer Gesamtlänge von 88 Minuten. Dieser erscheint in 2 Mediabook-Varianten, also Cover A und B, und die Limitierung ist uns nicht bekannt. Und Boris wird uns jetzt nochmal sagen, um was es geht in dem Film. Ja, ich kannte ihn gar nicht. Ich habe mich da erstmal wieder einlesen müssen. Also der letzte Film auch ein unbekannter Film für mich und auch für dich, glaube ich. Es geht um die Studentin Matty, gespielt von Kristen Bell, die absolut schockiert ist, und zwar darüber, dass ihr Ex plötzlich ja verstört wirkt und sich dann einfach mal erhängt. Ja. Das veranlasst sie dazu, mit ihren Freunden ja ein bisschen der ganzen Sache versuchen näher zu kommen, wieso, weshalb, warum. Jetzt ist es so, dass während dieser ganzen Zeit in ihrer Heimatortschaft weiter mysteriöse Suizide stattfinden. Jedoch die Panik bleibt aus. Also auch hier eher ein seltsames Verhalten. Und dann stoßen sie auf den Bastler Dexter, und anscheinend ist der Grund dahinter eine Art Computervirus, der ein Tor zu einer Schattenwelt aufgeworfen hat. Ich finde die Story eigentlich wirklich relativ interessant. Ich werde die nachholen müssen. Definitiv Mystery, wenn man es sich so mal ein bisschen durchliest. Ja, Flo, damit haben wir eigentlich den letzten Film. Ja, wir kommen somit zum... Wir sind diesmal eher... ja, so ein bisschen mal auf die Zuschauer zugegangen, weil wir wirklich auch Filme genommen haben, die wir gar nicht kannten. Auf das Zutun der Zuschauer müssen wir uns diesmal ein bisschen verlassen, was die Kommentare angeht und Meinungen. Wir haben einiges nachzuholen, glaube ich. Mhm, auf alle Fälle.
Und Flo, die letzten Worte. Ja, jetzt geht's gleich noch weiter mit der Trailer-Rotation. Da könnt ihr euch noch einige Trailer zu den Filmen anschauen, die wir gerade präsentiert haben. Boris, ich bedanke mich auf alle Fälle wieder, dass du dabei warst, dass wir das gemeinsame Video gemacht haben. Macht Ja, immer danke wieder auch dir. Spaß. Wir sagen es eh nach jedem Video. Ja, Ja. definitiv. Und somit verabschieden wir uns von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, für euch. Macht's gut. Ciao. Hallo, heißes Würstchen. Hallo, steig ein. Wer ist der Typ? Welcher Typ? Der da, der uns die ganze Zeit auscheckt. Ich bin Willy Pickman. Der Wichser weiß auf jeden Fall, wie man eine Party schmeißt. Viele Drogen, Schnaps, Orgien. Die Puppen gehen rein und kommen nicht mehr raus. Glaubst du den Mist? Tom, ich kann nicht glauben, dass ich so dumm war. Ich fühle mich komisch. Was war da drin? Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das Schwein ist hier! Das ist Balthasar. Nein, ich hab's mir überlegt. Ich will nach Hause. Steck das kleine rosa Ding in mein Matschloch. Der Kreislauf des Lebens. Etwas muss sterben, damit die anderen überleben. Ist das nicht das beste chinesische Essen, das du je in deinem Leben hattest? Sitzt hier schon jemand? Jetzt schon. Wohin fahren wir? Das letzte Mal habe ich sie in Piggys weißen Truck einsteigen sehen. Cheers. Thank you.
Ja, im Jahre 50 vor Christus war das ganze Gallien von den Römern besetzt. Das Ganze? Oh nein! Es gab da noch ein kleines Dorf, das sich mit Erfolg den Eindringlingen widersetzte, obwohl es von römischen Lagern umzingelt war. Zum Angriff! Hört gefälligst auf euer Schwert! Etwas mehr Disziplin! Los, Asterix, ruf das ganze Dorf zusammen! Nein, Obelix, du bist doch als kleines Kind mal in diesem Kessel gefallen. Dieses Schauspiel ist überwältigend. Feuer! Römisch, Lateinisch, das ist für mich alles Griechisch. Entschuldige die Verspätung, du kleiner Flitzer. Die Spiele mögen beginnen.